Die Röhre EY86 gehört zu der Gruppe der ALNW-Gleichrichter. Sie ist speziell zur Gleichrichtung von Hochspannungen ausgelegt. Eingesetzt wurde sie in Fernsehern und größeren Oszilloskopen zur Gleichrichtung der Anodenspannung für die Bildröhre. Die EY86 ist für maximal 22.000 Volt Anodenspannung ausgelegt. Typisch für diese Röhrenform ist die Anodenkappe an der Spitze. Ich prüfe jetzt die Röhre. Prüfe die Spannungen. Getestet wird die Röhre mit 15 Volt Anodenspannung. Sie soll einen Anodenstrom von 1 Milliampere haben. Das Instrument ist auf 1,2 Milliampere ausgelegt. Also ein Ausschlag von 60 bedeutet 1,2 Milliampere. Ich prüfe jetzt auf Kurzschlüsse der Kathode. Steuergitter gibt es keine. Anode hat auch keinen Kurzschluss. Und der Anodenstrom pendelt sich auf ungefähr 31,5 ein. Das heißt, dass die Röhre ungefähr 0,75 Milliampere Anodenstrom hat. Um zu verhindern, dass es zu elektrischen Überschlägen am Sockel kommt, wird die Anode an der gegenüberliegenden Spitze herausgeführt. Es gab auch einige Sonderformen der EY86 bzw. der DY86, die EY87 und DY87. Der einzigste Unterschied ist, dass der Kolben beschichtet ist, um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Das war wichtig für den Einsatz bei höheren Luftfeuchtigkeiten, wie zum Beispiel in der Seefahrt. Für spezielle Anforderungen der Luft- und Seefahrt gab es von Valvo an die sogenannte blaue Serie aus der Serie für Spezialröhren.